Heute Abend wurde Bettina Hübner von ihrem Ehemann tot im gemeinsamen Juweliergeschäft aufgefunden. Auf den ersten Blick ist die 47-Jährige bei einem Raubüberfall erschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Spurensicherung kommen jedoch Zweifel an diesem Tathergang auf. Der Ehemann der Getöteten wird auf dem Präsidium vernommen. Herr Hübner, finden Sie es nicht komisch, dass in dem Juweliergeschäft Ihrer Frau trotz Überfall die Kasse unberührt war? Ich meine, es wurde kaum was entwendet. Darunter aber der Rekorder der Überwachungskameras. Ja. Und? Wir glauben, dass derjenige wusste, was er tat. Jemand wollte, dass ihre Frau nicht mehr lebt. Ich heiße Lara Grünberg, Kriminalhauptkommissarin. Mein Name ist Bernie Kuhnt, Kriminalhauptkommissar. Guten Abend. Ja, hi. Hi. Ja, hier ist unsere Leiche. Also, laut Notarzt ist die Ladenbesitzerin von hinten mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen worden. Und zwar so heftig, dass sie mehr oder weniger sofort verstarb. Sie ist jetzt seit einer Stunde tot. Tatwaffe? Haben wir hier nicht finden können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Täter die Tatwaffe mitgenommen hat. Was ist denn mit den Überwachungskameras? Habt ihr die schon gecheckt? Ja, die haben wir natürlich schon gecheckt, aber da habe ich schlechte Nachrichten für euch. Also wir müssten mal unten in den Raum gehen, ja? Mhm. Also der Festplattenrekorder, der zu den Überwachungskameras gehört, der stand hier unten. Hat der Täter auch mitgenommen. Schaut euch das an. Mit den Überwachungskameras können wir überhaupt nichts anfangen. Ja gut, dass der Rekorder hier unten steht, das weiß man ja erstmal nicht. Vielleicht wusste der Täter davon und hat ihn deswegen mitgenommen. Ja. Habt ihr euch schon einen Überblick verschafft von den Dingen, die abhandengekommen sind? Ich meine, nach fetter Beute sieht das da vorne nicht aus. Konnten wir noch nicht. Also der Ehemann des Opfers, der arbeitet nur selten hier und der war gerade auch fix und fertig. Ich meine, der hat die Leiche seiner Frau gefunden. Aber oben ist noch ein anderer Mitarbeiter. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Lass uns aber erstmal die Vitrine noch mal anschauen, ja? Also wenn ihr mich fragt, das Ganze sieht für mich nach einer verdammt schnellen Nummer aus. Ja, der Täter ist hier rein, hat die Ladenbesitzerin niedergestreckt, hat sich den Festplattenrekorder gekrallt, hat hier die Vitrine kaputtgeschlagen, hat was geklaut und dann war er auch wieder weg. Aber selbst die Kasse ist noch da. Also ganz ehrlich, das sieht für mich nicht nach einem geplanten Raubzug aus. Nee. Dann würde ich vorschlagen, wir unterhalten uns mal mit der Angehörigen. Das ist doch die Angehörige, oder? Ja, genau. Gut. Danke. Michelle, danke dir erstmal. Ja? Alles gut. Guten Abend, wir sind bei Kripo Duisburg. Mein Name ist Postmann, das ist die Kollegin Peters. Frau Hübner? Ja. Wir möchten Ihnen erstmal unser Beileid aussprechen. Danke, aber Bettina Hübner war nicht meine Mutter. Sie war die Ehefrau meines Vaters. Mhm. Ach so, okay. Sie sind der Partner? Ja. Ja, das ist mein Freund Manuel. Er arbeitet hier als Goldschmied. Würden Sie uns bitte aufs Präsidium begleiten? Wir hätten dann ein paar Fragen an Sie. Ja, klar, natürlich. Frau Hübner, fällt Ihnen vielleicht spontan jemand ein, der es auf Ihre Stiefmutter abgesehen haben könnte? Also, hatte sie vielleicht Neider oder sogar Feinde? Also, ich weiß halt von meinem Vater und von Manuel, dass ein Mitarbeiter gekündigt wurde. Vielleicht hat er was damit zu tun. Und wie kommen Sie darauf? Ich weiß halt, dass er entlassen wurde, weil er regelmäßig Geld aus der Kasse gestohlen hat. Er soll Bettina gedroht haben, aber dass der ernst macht, hätte ich nicht gedacht. Okay. Und haben Sie auch einen Namen für mich? Steinke, Thomas Steinke. Es hat also öfters Geld gefehlt. Aber warum kam der Freund Ihrer Tochter nicht in Frage, dieser Manuel Weber? Ich meine, der hat ja auch in dem Geschäft gearbeitet. Ja, aber erst seit wenigen Monaten. Weil das Geld ist schon weggekommen, als Manuel noch nicht da war. Sondern nur Thomas. Nur Thomas, verstehen Sie? Okay. Und daraufhin hat Ihre Frau Thomas Steinke gekündigt. Und dann? Der hat alles abgestritten. Er hat Bettina sogar mit Konsequenzen gedroht. Sie würde schon sehen, was sie davon hat. Und jetzt? Jetzt ist Bettina tot. Ist das denn nicht eindeutig genug? Der Kerl hat meine Frau ermordet! Herr Hübner, bevor Sie in den Laden gekommen sind, waren Sie den eigenen Angaben nach noch zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Nein, Linda war schon weg, als ich losgegangen bin. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr hart für Sie ist. Wie würden Sie Ihre Ehe beschreiben? Waren Sie glücklich? Ja, natürlich.
Früher war die Ehe der beiden vielleicht noch gut, aber seit ein, zwei Jahren fand ich sie nur noch kaputt. Und daran ist Bettina schuld. Was meinen Sie? Was hat sie gemacht? Sie war unfair zu meinem Papa. Sie hat ihn nur noch wie einen Fußabtreter behandelt. Aber zum Geld geben war der ja gut genug. Ja, Moment mal, sie war selbstständig. Sie hatte auch ein eigenes Juweliergeschäft. Dass ich nicht lache. Mein Vater hat ihr diesen Traum erfüllt. Mit seinem sauer erspartem und verdientem Geld. Ich könnte immer noch platzen, wenn ich daran denke. Okay, sie war nur ihre Stiefmutter. Aber trotz der grausamen Tat wirken sie sehr gefasst. War ihr Verhältnis schon immer so schlecht? Ja, leider von Anfang an. Linda hat meine neue Frau akzeptiert. Mehr aber auch nicht. Wie meinen Sie das? Hat sie das irgendwann mal geäußert? Nein, nie. Wahrscheinlich mir zuliebe nicht. Schauen Sie, ich habe Bettina nach dem Tod meiner damaligen Frau, also Lindas Mutter, kennengelernt. Und wir sind jetzt knapp 10 Jahre verheiratet. Ich habe Bettina wirklich geliebt. Ich kann überhaupt nicht begreifen, dass sie nicht mehr wiederkommt. Sie ist tot. Sie ist tot. Guten Tag. Guten Tag. Kripo Duisburg. Peters ist mein Name, ist mein Kollege Bossmann. Ja. Wir würden gerne mit Herrn Steinke sprechen. Ist er da? Nein, der ist beim Bewerbungsgespräch. Aber ich kann mir bestimmt schon denken, worum es geht. Um den Tod der Hübner, oder? Woher wissen Sie das? Sowas macht hier schnell die Runde. Aber kommen Sie doch bitte rein. Es geschieht der Alten auch ganz recht. Die Schlampe hat erst mal Mann angebaggert und dann ihn grundlos rausgeschmissen. Frau Steinke, also unseren Informationen nach ist die Kündigung ja nicht grundlos gewesen, ne? Mein Mann hat sich immer korrekt verhalten. Er hat immer einen guten Job gemacht, 1A Zeugnisse bekommen. Und jetzt soll er eine Kasse gegriffen haben? Die hat doch nur einen Vorwand gesucht, um ihn loszuwerden. Und warum glauben Sie, war das so? Ja, die Alte hat Thomas immer angebaggert und er ist halt nicht drauf angesprungen. Und deshalb wollte sie ihn loswerden. Und wir sind halt auf sein Gehalt angewiesen. Seit einem Unfall bin ich halt arbeitsunfähig und ohne seinen Lohn steht halt unsere Existenz auf dem Spiel. Hm. Frau Steinke, können Sie uns ja vielleicht... Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Sie sind Herr Steinke? Ja. Mein Name ist Bossmann, die Kollegin Peters. Wir sind von der Kripo Duisburg. Wir hätten ein paar Fragen bezüglich Frau Hübner. Okay, und was möchten Sie jetzt ausgerechnet von mir? Hat sie etwa Willi geschickt? Der alte Penner? Herr Steinke, Frau Hübner ist tot. Sie wurde ermordet. Die Hübner. Echt? Wie ist denn eine Nummer? Das ist schon eine ungewöhnliche Beschreibung für einen Mord. Ich bin ehrlich, ich wollte keine einzige Träne nach. Man sagt das wohl nicht. Ja, ich fürchte, das werden Sie müssen. Wir würden Sie gerne mit aufs Präsidium nehmen und uns in Ruhe mit Ihnen unterhalten. Tut mir echt leid für Sie. Aber ich sehe nicht ein, mir wegen diesen Dreckslagen jetzt auch noch meine Freizeit nehmen zu lassen. Ich habe wegen den Idioten meinen Job verloren. Herr Steinke, wir können verstehen, dass Sie in so einer Situation ein bisschen ungehalten sind. Da können Sie auch verstehen, dass ich darauf keinen Bock habe. Ich gehe nirgendwo hin. Basta. Also, Sie sagen aus, dass Bettina Hübner Sie nur aus dem Grund gekündigt hat, weil Sie nicht auf Ihre Angebote eingegangen sind. Und das mit dem Geld, das war nur Vorwand? Nicht angeblich, sondern es war genau so. Ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Das können Sie überprüfen. Herr Steinke, es ist ein bisschen schwierig für uns, Ihre Version zu glauben. Ich meine, Sie sind offiziell wegen Diebstahl gekündigt worden. Und das von einer Frau, die verheiratet ist. Verheiratet? Na und? Hat Bettina auch nicht davon abgehalten, ständig fremd zu gehen? Ist kein Geheimnis. Sind das irgendwelche Thesen oder nur Spekulationen? Können Sie das beweisen? Kommen Sie, als ob so ein Langweiler wie Willi so eine Top-Frau bekommen würde. Der spielt in einer ganz anderen Liga. Selbst er wusste von den Affären. Herr Hübner wusste von den Affären? Spannend. Uns hat er erzählt, dass er sehr glücklich war. Passen Sie auf, ich habe oft genug Streit mit den beiden mitbekommen im Laden. Der Willi macht doch schon seit Wochen nicht mehr die Buchhaltung für Bettina. Ja, nach dem jetzigen Ermittlungsstand ist der Thomas Steinke ja für uns der Hauptverdächtige. Sowohl Linda Hübner als auch ihr Vater belasten ihn schwer. Und dieser Marcel Weber, der hat Ähnliches in seiner Vernehmung geäußert. Was habt ihr denn bei dem Thomas rausgefunden? Hat er ein Alibi? Nein, seine Frau sagt aus, dass er zum Tatzeitpunkt zu Hause war, aber
Ich fand die nicht besonders vertrauenswürdig. Na, da gebe ich Ihnen recht. Die wettert gegen die Tote genauso wie der Steinke. Hm. Denen ist der Tod piepegal. Frau Hübner soll ihren Mann immer wieder mit jüngeren Männern betrogen haben. Und Herr Steinke sagt aus, er sei nur rausgeflogen, weil er auf ihre Avance nicht eingegangen ist. Und der Ehemann wusste von den Affären. Der hätte wohl einfach so weggetan. Sicher. Ja, aber er hat genauso wie der Steinke genug Gründe für eine persönlich motivierte Tat. Also wenn er von den Affären wusste. Pass mal auf, der wusste von Steinkes Kündigung und den ganzen Hintergründen. Ja, vielleicht hat das so inszeniert, dass es so aussieht, als wenn der Steinke es war. Ich meine, der wusste ja auch, dass der Steinke arbeitslos zu Hause sitzt. Mhm. Angenommen, der Thomas Steinke hat in Bezug auf die Ehe der beiden recht. Dann hätte mich ja der Willi Hübner in seiner Vernehmung angelogen. Ich bin gespannt, wie der reagieren wird, wenn wir ihn das vorhalten.